Meine Damen und Herren, ich eröffne die 46. Plenarsitzung. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Und wir wollen einsteigen. Tagesordnung sind noch einige Punkte offen zur Tagesordnung. Aber erst einmal ist noch verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Jedes Blut ist rot und rettet Leben, Blutspendekriterien usw. usw. Drucksache 20-3083. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Top 111 und wird mit der Aktuellen Stunde Top 95 aufgerufen. Kein Widerspruch? Jawohl. Die Tagesordnung ist dann so genehmigt. Wir tagen heute bis voraussichtlich 18.15 Uhr. Ich bitte alle dafür zu sorgen, dass wir es auch einmal einhalten. Und wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den Aktuellen Stunden. Wir werden, wie vereinbart, alle zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge heute Abend wieder gebündelt abstimmen. Es fehlen heute entschuldigt die Kollegin Lena Arnold und die Kollegin die Abg. Claudia Pabst-Dippel, Kollege Rolf Kahnt, Abg. Dr. Rahn und Abg. Bolldorf. Und es fehlt die Frau Ministerin Angela Dorn ab 14 Uhr. Und wir haben heute aber auch einen Geburtstag unter uns. Wir freuen uns ganz besonders, dass unser Kollege und Freund Frank Steinrath, 73 bist du geboren, also ein junger Kerl, dass er heute seinen Geburtstag feiert. Komm her, bitte. Ja, zum Fußball gibt es nichts zu berichten. Die Saison endet jetzt am Wochenende. Unsere Eintracht hat sich doch noch ganz gut, nennen Sie, kann man sagen, noch ganz gut geschlagen zum Schluss. Es hätte besser sein können, aber es hätte auch schlechter sein können. Beide. Und am Wochenende, das will ich hier auch sagen, weil ich immer wieder angesprochen werde von den Gladbach. Hier gibt es eine kleine Gladbach-Gruppe. Die wird angeführt vom Innenminister. Kollege Serge aus Frankfurt ist dabei, warum auch immer. Kollege Graf ist dabei von der AfD. Die haben alle Chancen am Wochenende und sollen es nicht wieder vergeigen, die Fohlen. Also wir wünschen euch trotzdem alles Gute. Und da wir ja, ich sage es ja immer, über alle Ländergrenzen neutral und objektiv hier oben sind, gratulieren wir doch auch unseren Bayern zur deutschen Meisterschaft. Ne? Ja. Der Beifall steigt. Und ist auch der Wunsch geäußert worden, dass wir im zweiten Halbjahr dann den Bayern-Fanclub hier im Landtag gründen. Wir werden das auch in Angriff nehmen. Ja, das kommt. Auch wenn der Minister Boddenberg jetzt dazwischen ruft, dass man für einen Club mindestens zwei braucht, das ist eine der üblichen Unterstellungen, die wir zurückweisen hier von Seiten des Präsidiums. Also wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und auch die Landtagsmannschaft wird dann irgendwann mal wieder beginnen und hoffentlich nicht verlieren. Das wollen wir auch dann sehen.